Herzlich willkommen wieder zu unserer Wahlsondersendung Wahl 21 auf TV Berlin. Und wir nähern uns so langsam dem 26. September. Da haben Sie 6 Stimmen in Berlin zu vergeben. Einmal für den Bundestag, einmal für das Abgeordnetenhaus, einmal für die Bezirksverordnetenversammlung. Und dann gibt es auch noch einen Volksentscheid über Enteignung. Na gut, 6 Stimmen ist eine ganze Menge. Und wohin Sie die Stimmen machen, darüber wollen wir Sie in diesen Wahlsendungen informieren. Und heute zu Gast ist Beatrix von Storch. Herzlich willkommen von der AfD. Sie haben sich gerade gezofft in der letzten Sendung, in der letzten Sitzung des Bundestages, vor jetzt 2 Wochen schon fast wieder. Da wollten Sie eine Zwischenfrage stellen, als der amtierende Finanz- und Vizekanzler Scholz gesprochen hat am Pult, und das wurde abgebügelt. Wie fühlt man sich denn dann, wenn das so unhöflich gesagt wird, nö? Also der Moment, den erinnere ich gut, und ich muss sagen, ich habe einfach nur Mitleid mit einem Finanzminister und Vizekanzler und möchte gern Kanzler, der nicht die Größe hat, eine einfache Frage aus der Opposition zuzulassen. Was wollten Sie denn fragen? Seiner Rede. Er hatte nämlich gerade gesagt, dass die Rentenbeiträge sehr stabil sind, und darauf verwies er quasi als Erfolg seiner Regierungszeit. Und ich wollte ihn fragen, wie hoch denn die Rentenbeiträge wären, wenn wir nicht ungefähr ein Drittel des gesamten Bundeshaushaltes aus Steuermitteln zuschießen würden. Dann wären Sie bei 45, habe ich recht? Dann wären Sie auf jeden Fall in jeder Hinsicht und vor allen Dingen in den Augen aller Bürger nicht mehr vertretbar. Oder aber wir halbieren die Rente, auch das ist nicht vertretbar, weil die jetzt schon zu gering ist, um davon irgendwie würdig zu leben, für die allermeisten auf jeden Fall. Und das war schon eine Frage, die relevant ist, denn es wird immer so getan, als würde das mit der Rente alles funktionieren, aber nochmal, die soll eigentlich nur aus den Beiträgen gespeist werden, nicht aus der Steuer. So war es mal gedacht. So war es gedacht, und dieses Konzept ist vollständig bereits gescheitert, weil wir fast oder wachsend ein Drittel, kann man sagen, rund ein Drittel des Bundeshaushaltes, 100 Milliarden von 350 Milliarden, zuschießen in die Rente, damit die so auf der Höhe bezahlt werden kann, wie sie jetzt bezahlt wird. Und das, bevor die rentenstarken Jahrgänge in Rente gehen. Das ist also auch ein Ausmaß von Scheitern und Versagen. Das hätte ich gerne an der Stelle adressiert. Aber er wollte nicht. Wie fühle ich mich? Er hat mich nicht abgekanzelt. Er hat sich selbst geurteilt und sich ein Zeugnis der Schwäche ausgestellt. Aber normalerweise ist es ja üblich, dass man Zwischenfragen zulässt. Man fragt immer, der Präsident fragt, Frau von Storch, sind Sie einverstanden, wenn der und der eine Zwischenfrage stellt, und meistens ist dann, ja, mal los. Na, in diesem Fall fand ich es ein bisschen komisch. Aber gut, Sie haben es jetzt erklärt. Da bin ich aber gerade bei dem Hauptthema unserer Sendung. Ja, wenn ich AfD wähle, was erwartet mich? Wie wollen Sie denn das Rentensystem reformieren? Also entweder kürzt man die Renten oder man erhöht sie, die Beiträge. Wie kommen wir denn da raus aus der Malaise? 100 Milliarden aus Steuerkassen. Kann ja nicht so weitergehen. Also, das Erste, was wir sagen, ist, wir wollen, unser Wahlmotto heißt Deutschland aber normal. Das heißt, wir wollen insgesamt wieder Politik machen für den normalen Bürger in diesem Land, im Interesse der Menschen dieses Landes. Wir wollen aufhören mit der ganzen völlig größenwahnsinnigen Weltenrettung, die wir uns auferlegt haben. Wir wollen das Klima in der Welt retten. Das soll uns 500 Milliarden Euro kosten. Und vom Verfassungsgericht festgeschrieben inzwischen. Das Verfassungsgericht macht an der Stelle mit. Wir wollen den Euro retten. Wir haben für die Griechenland-Rettung, für Italien, Spanien, Portugal und so weiter den ESM aufgelegt. Das kostet uns Hunderte von Milliarden Euro. Wir haben dadurch Geld produziert, das jetzt eine Inflation uns beschert. Auf der einen Seite die Inflation. Das heißt, alles ist auf Pump finanziert. Alles ist auf Pump finanziert. Muss man mal deutlich sagen. Die Preise werden teurer. Am Anfang sind nur die Immobilienpreise teurer geworden, schwarz-weiß gemalt. Dadurch sind die Vermögenden vermögender geworden und die Reichen reicher und die Armen ärmer. Die konnten sich auch kein Haus mehr kaufen, wurde ja immer teurer. Dann ist jetzt die Inflation in den Vermögenswerten
geht jetzt über in die Inflation bei den Verbrauchsgütern, also bei, ich sage jetzt mal, bei Brot und Baumaterial. Alles das wird jetzt enorm viel teurer. Aber lassen Sie mal kurz dazwischen fragen, 4% Inflation, ist das denn wirklich eine Inflation? Wir denken immer bei Inflation 100%, 1000%, Koffer voller Geld, wir haben gerade 3,9%. Das ist, ich will die Summe sozusagen der Beispiele geben. Wenn man fragt, ja, wie sollen wir denn das mit der Rente machen, dann sage ich, wir müssen erstmal aufhören, diesen ganzen Irrsinn in der Welt zu machen, denn der kostet uns unser ganzes Vermögen. Die Deutschen zahlen die höchsten Steuern, die höchsten Abgaben in der OECD. Wir haben trotzdem die schlechteste Digitalisierung, Infrastruktur. Wir haben 450 Milliarden Euro Instandhaltungsrückstau in unserer Infrastruktur, Geld, das wir ausgeben müssten, aber nicht ausgegeben haben. Wir leben auf die Substanz. Wir sollen 500 Milliarden ausgeben für eine Energiewende, wo das Wall Street Journal tatsächlich und richtigerweise sagt, es ist die dümmste Energiepolitik der Welt. Wir haben durch die Niedrigzinspolitik der EZB, haben deutsche Sparer ungefähr in den letzten Jahren 640 Milliarden Euro verloren, weil sie keine Zinsen mehr auf ihr Sparkonto bekommt. Das heißt, wir reden über Hunderte von Milliarden Euro, die wir nicht eingenommen haben oder die wir zu viel ausgegeben haben oder zu viel ausgeben werden und uns deswegen arm machen. Die Armut in Deutschland kann man daran festmachen, dass wir wissen, wir haben auch die niedrigste Eigenheimquote in der Europäischen Union oder in Europa. Und ein Eigenheim zu haben, das ist Alterssicherung. Das ist das, was Altersarmut bei uns bekämpfen könnte, wenn all die Menschen, die nur 1.000 Euro, zum Teil weniger, haben zum Leben, wenn die dazu eigentlich noch ein Haus hätten, dann könnten die viel besser mit dem wenigen leben. Und das ist das, was wir adressieren. Ja, jetzt komme ich da zurück. Also, wir haben das Geld, was wir brauchen müssten. Eigentlich haben wir es nicht. Wir schaffen es uns über Schulden und die Schulden erdrücken uns wiederum und wir schaffen es nicht, die Aufgaben zu lösen. Frage jetzt an Sie als AfD-Politikerin. Diese Frage wird Ihnen ja sicherlich auf jeder Wahlveranstaltung gestellt. Was wollen Sie denn, wenn Sie jetzt in der Regierung kommen würden, was nicht abzusehen ist? Aber spielen wir mal ganz knapp. Knapp daneben ist auch daneben, würden wir sagen, am 27. September. Aber immerhin 11% nach den Umfragen jetzt, kann ja noch besser werden. Was würden Sie als erstes anfassen? Das können Sie nicht alles gleichzeitig lösen. Was ist das dringendste Problem auf Ihrer Agenda? Mit Blick auf das, was jetzt gerade sich in Afghanistan in Bewegung setzt, sagen wir, es darf ein weiteres 2015 nicht geben. Wir brauchen keinen globalen Pakt für Migration. Wir brauchen einen globalen Pakt für sichere Grenzen. Wir müssen das Signal in die Welt aussenden, dass wir die Probleme weder von Afghanistan, auch nicht von Syrien, auch nicht aus dem Jemen oder aus dem Rest der Welt auf dem Boden der Bundesrepublik Deutschland. Haben Sie vergessen? Der ganze Globus, überall gibt es Probleme. Bürgerkrieg, Krieg, Auseinandersetzung, Armut, Gewalt und so weiter. Wir können die Probleme in der Welt nicht lösen, indem wir die Menschen der Welt zu uns holen. Keine 500.000, keine Million, keine 5 Millionen, keine 10 Millionen. Wir lösen die Probleme nicht dadurch, indem wir einzelnen helfen. Also Grenzen zumachen. Wir müssen die Grenzen zumachen, damit wir in der Lage bleiben, gezielt humanitäre Hilfe leisten zu können und damit wir in der Lage sind, tatsächlich politisches Asyl zu gewähren in Einzelfällen. Das politische Asyl ist keine Form, wie man einer Massenmigration begegnen kann. Und der globale Pakt für Migration, der beschlossen worden ist, den wir veröffentlicht haben, den wir bekämpft haben, der regelt ein freies Recht auf Migration. Jeder Mensch darf überall hingehen, jeder Mensch darf überall bleiben und jeder Mensch hat auch dann den Anspruch auf alle Annehmlichkeiten, die es in dem Land so gibt. Das funktioniert? Ja, darf ich aber mal einwerfen, das steht doch im Grundgesetz genau geregelt, wer politisches Asyl beantragen darf und wer politisches Asyl wichtiger noch bekommt. Und das ist doch da klar geregelt, dass das nicht Massen sind, die da kommen. Also im Grundgesetz geregelt ist, wer es nicht bekommt und dass es derjenige nicht bekommt, der zu Fuß
nach Deutschland einwandert, denn dann ist er bereits durch ein sicheres Drittland gekommen, dann ist er nicht mehr verfolgt, dann will er nur einfach in Österreich nicht bleiben, weil er meint, in Deutschland ging es ihm besser und deswegen ist er in Österreich kein Flüchtling mehr, sondern jetzt fängt er an, ein Migrant zu sein und das die Verfassung ist geändert worden. Als wir ungefähr einen Flüchtlingszustrom vom Balkan hatten mit ungefähr 400.000 Zuwanderung oder Migration oder Flüchtlinge und da wurde beschlossen, das ist zu viel, das können wir nicht verkraften. Wir ändern jetzt die Verfassung und wir sagen, wer vom Balkan nach Deutschland kommt und aus einem sicheren Drittstaat nach Deutschland rein will, der hat keinen Anspruch auf Asyl. Und wir sagen, wir ergänzen jetzt noch eins, und das steht da nicht drin. Wer keinen Anspruch auf Asyl hat, der hat auch keinen Anspruch auf ein Asylverfahren. Und wer keinen Anspruch auf Asyl hat, das kann man an der Grenze feststellen, der kommt ja gerade aus Österreich, der hat hier keinen Anspruch. Und deswegen muss der an der Grenze abgewiesen werden. Und wenn wir das machen würden, dann würden das die Österreicher natürlich bei sich auch machen und so weiter. Das heißt, wir müssen drei Ringe ziehen an Grenzschutz, wir müssen die nationale Grenze schützen, solange eben die EU oder der Schengen-Raum Außengrenze nicht sicher geschützt ist. Und wir unterstützen auch Grenzschutz jenseits des Schengen-Raumes, das ist das, was die Europäische Union im Moment Frontex tut. Das ist die europäische Außengrenze. Ja. Aber jetzt rede ich von der Grenze zum Beispiel zwischen der Türkei und dem Iran. Da bin ich gerade gewesen vor einigen Wochen und habe mir das angeschaut. Denn das ist der Weg, wo die afghanischen Flüchtlinge jetzt gerade über die Grenze kommen. Von Afghanistan in den Iran, in die Türkei und dann weiter in den Westen. Und dort unterstützt die Europäische Union den Grenzschutz jenseits des eigenen Gebietes. Das heißt, eigentlich ist das schon europäische Politik. Und wenn ich den deutschen Innenminister höre, dann klingt das ungefähr genauso. Wir müssen unsere Grenzen schützen, können das nicht rein. Und eine Wissensfrage, diese Änderung in der Verfassung, ist die gemacht worden unter Rot-Grün? Das ist eine Verfassungsänderung gewesen. Das heißt, es braucht eine Zweidrittel. Das war 1993. Ja. Und deswegen sage ich immer, da sind alle beteiligt gewesen, außer die AfD. Ja, die anderen haben beschlossen, dass hier niemand ein Asylrecht geltend machen kann, der aus Österreich hierher kommt. Und daran sollten wir einfach wieder handeln. Das heißt, wir müssen unsere Verfassungsparagrafen einfach nur anwenden. Einfach nur die Verfassung anwenden. Ja, die AfD will die Verfassung schützen. Dann machen wir jetzt eine kurze Denk- und Werbepause. Und wir sind ja im Privatsender, müssen ein bisschen Geld verdienen. Und dann sind wir wieder da mit Beatrix von Storch, AfD-Politikerin im Bundestag. Und da werden Sie auch wieder sein in der nächsten Periode. So sieht es aus. So sieht es aus. Und deswegen reden wir in dieser Wahlsendung Wahl 21 darüber, welche Politik die AfD vertritt. Bis gleich. Zurück in unserer Wahlsendung Wahl 21 und zu Gast ist heute Beatrix von Storch. Sie ist AfD-Politikerin im Bundestag und Sie sorgen ja in allen Sendungen für viel Furore. Zuletzt, glaube ich, vor 2-3 Wochen bei Maischberger, haben sich angelegt mit der grünen Politikerin oder mit einer Linken, ich weiß nicht mehr. Link. Jedenfalls ging es hoch her. Bleiben wir mal bei Ihrem Wahlprogramm. Wenn die Leute Sie fragen, und ich habe Sie ja eben gefragt, was wollen Sie als erstes anfassen? Der erste ist die Flüchtlingsfrage. Das heißt, die Grenzen dicht halten und dicht machen, was ja wir seit 10 Jahren versuchen und es irgendwie nicht gelingt. Was ist das zweite Thema? Ist das Mieten und Wohnen? Ist das Rente? Das zweite Thema liegt im Moment auf der Hand. Wir müssen den Menschen ihre Grundrechte wieder zurückgeben. Die sind weiterhin eingeschränkt. Wir haben jetzt auch vor wenigen Wochen die epidemische Notlage verlängert, ohne dass das dass es dafür eine Grundlage gab. Wir haben ganz zum Schluss in der allerletzten Sitzung des Bundestages die Auskunftspflichten von Arbeitnehmern vergrößert. Der darf fragen, bist du geimpft oder nicht, oder darf er nicht fragen? Der Arbeitgeber kann jetzt den Impfstatus abfragen bei bestimmten Bereichen, in bestimmten Berufsgruppen. Das ist natürlich der Anfang und das führt zu einer Spaltung, zu einer Teilung der Gesellschaft in Geimpfte und in Ungeimpfte und das kann nicht sein. Und das muss ein Ende haben. Wir müssen diejenigen schützen, die gefährdet sind, aber den Rest müssen wir bitte wieder seine Freiheits- und Bürger- und Menschenrechte zurückgeben. Die sind außer Kraft gesetzt. Und das ist in einer Intensität passiert, die eines Rechtsstaates unwürdig ist und die war nie zu halten, aber jetzt ist sie wirklich nicht mehr zu halten. Die Bundesregierung ist ja jetzt auch abgekehrt, Stück weit von diesem Inzidenzwert.
Gesunde Menschen müssen sich testen lassen, um festzustellen, dass sie nicht vielleicht doch krank sind, obwohl sie nichts daran gemerkt haben. Mit einem Test, der dafür gar nicht geeignet ist, weil der PCR-Test, das sagt die WHO, nicht dafür da ist, festzustellen, ob jemand krank oder gesund ist, der stellt nicht mal fest, ob jemand infektiös ist. Und diese Zahlen, die dieser Test geliefert hat, waren die Grundlage für alle maximalen Grundrechtseingriffe und Eingriffe in die Wirtschaft, den Lockdown, die Verschuldung, die wir jetzt auf uns zukommen. Da sind Sie ja mit der FDP einig, die das auch immer gepredigt hat. Und das letzte Mal, als wir beide hier saßen, haben Sie gesagt, das ist unser Vorschlag. Wenn die FDP das auch hat, ist auch egal. Wichtig ist doch, dass der normale Mensch hat doch das Empfinden, wenn ich geimpft bin, bin ich geschützt, kann ich mich bewegen. Und der, der nicht geimpft ist, der steckt mich möglicherweise doch an. Oder ich habe ja Angst. Das ist ja schon eine komische Geschichte. Also wenn ich geimpft bin, man impft sich normalerweise, weil man als Person ein besonderes Risiko hat, eine besonders schwere Krankheit zu bekommen, die gefährlich ist. Und wo man sagt, es ist deswegen Risikoabwägung, genau, für mich so besser, ich das auch immer eine verstanden. Impfung zu nehmen, die mich vor dieser Krankheit schützt. Was wir jetzt machen, ist, dass wir sagen, wir nehmen eine Impfung. Wir wissen allerdings, dass man trotzdem sich infizieren kann. Man kann auch andere anstecken, aber trotzdem sollen sehr viele Menschen diese Impfung nehmen, obwohl sie nicht gegen die Krankheit 100% hilft oder gegen die Infektion 100% hilft. Und das soll ich deswegen machen, nicht um mich selber nur zu schützen, sondern um die anderen zu schützen. Und das bei einer Impfung, die nicht ordnungsgemäß zugelassen ist, die eine Notfallzulassung hat. Wir als AfD sagen, das ist mir wichtig zu sagen, jeder, der das machen möchte, soll dies tun. Aber es kann keinesfalls auch nur indirekt verpflichtend sein. Und wenn ich jetzt meinem Arbeitgeber Auskunft erteile, es ist verpflichtend faktisch, wenn Sie Ihren Job verlieren oder einen Job nicht bekommen, weil Sie auskunftspflichtig sind, ob Sie geimpft sind oder nicht. Dann wird danach unterschieden, denn sonst wäre das ja nicht relevant. Und das ist inakzeptabel. Das lehnen wir wirklich auf das Schärfste ab. Jeder, der sich impfen lassen will, der soll das gerne tun. Das haben auch bei uns einige gemacht. Es ist nicht so, dass wir das in Gänze verhindern wollen. Aber es ist eine persönliche Entscheidung jedes Einzelnen. Man sollte nicht mal darüber sprechen, weil dann ist es bereits ein Politikum. Wir müssten gar nicht darüber sprechen. Wir sind als Abgeordnete alle angefragt worden von der Bild-Zeitung, seid ihr geimpft oder seid ihr ungeimpft? Weil man ein Politikum daraus machen möchte. Ich habe die Frage nicht beantwortet, weil ich gesagt habe, das ist doch meine ganz private Entscheidung. Ich muss abwägen, ob der Impfstoff für mich gut, sicher genug ist und das auch Risiko bleiben, so aus Ihrer Sicht. Jeder soll selber entscheiden, aber es soll keinen Impfzwang geben. Genau. Und die vulnerablen Gruppen, die besonders betroffen sind von der Krankheit, das wissen wir, das sind die älteren Semester. Ja. Und die müssen geschützt werden, aber es müssen deswegen nicht die Alten sind schon im großen Teil geimpft, deswegen müssen nicht die Kinder aus der Schule gehalten werden. Jeder soll es machen, das soll freiwillig bleiben. Jeder soll es freiwillig entscheiden. Jeder soll es freiwillig für sich entscheiden. Genau. Gut, freiwillige Sache, kein Impfzwang, ist ja bisher auch nicht eingeführt worden, jedenfalls nicht in dem Sinne, dass man sagt, stopp, jeder muss geimpft werden. Nein, da bin ich nicht der Meinung, denn wenn man sagt, du bist entweder geimpft, sonst musst du dich halt testen lassen, bevor du ins Restaurant gehst, bevor du ein Flugzeug besteigst, bevor du ins Kino gehen kannst, musst du einen Test machen. Und dieser Test kostet jetzt dann auch noch etwas, noch dazu, dann ist es nicht mehr wirklich freiwillig. Man kann ja nicht sagen, du musst dich nicht impfen lassen, aber du musst halt zu Hause bleiben, gut, wenn du das nicht tust. Gut, überlegen Sie oder mal selber für sich, was Sie davon halten. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten, aber wir führen ja hier kein Zwiegespräch, sondern ein Zweiergespräch. Impfen ist eine schwierige Entscheidungssache. Lass jeden das alleine entscheiden und dann gucken wir mal. Was fragen die Leute Sie sonst im Wahlkampf? Was bedrückt die, wo Sie sagen, Sie als AfD sind die Einzigen, die uns da helfen können oder unterstützen können? Was sind die dringendsten Fragen, mit denen Sie im Wahlkampf konfrontiert werden? Ich glaube, in Deutschland ist das so, wie das in anderen Ländern auch ist. Ganz häufig ist tatsächlich das, die Leute sagen, das ist doch nicht normal, das ist doch nicht mehr normal. Das ist doch einfach nicht mehr normal, was wir machen. Und das kann ich teilen. Wir fokussieren uns auf alle Randgruppen dieser Welt, aber nicht mehr auf den
Deutschen, der hier leben und arbeiten will, der ein Haus haben will, der ein Auto haben möchte, der in Urlaub fahren möchte, vielleicht sogar in den Urlaub fliegen möchte und der nicht mehr als jetzt, also der keine teuren Strompreise haben will und keine teuren Spritpreise haben will, über 2 Euro. Das ist für den Herrn Finanzminister egal. Der tankt nicht selbst, der zahlt nicht selbst, der kennt die Preise nicht. Und das berührt ihn alles nicht. Aber für den Pendler auf dem Land ist das sehr relevant, ob der Liter 1,50 oder 2,20 kostet. Das macht für den einen deutlichen Unterschied. Und 1,50 ist schon sehr teuer. Das sind Probleme, die die Menschen haben, die ganz normal leben müssen. Die nicht irgendwo in einer Großstadt in einer Penthouse-Wohnung wohnen, fernab von den normalen Problemen auf dem Land mit einer öffentlichen Infrastruktur, U-Bahn, Straßenbahn und Bussen, die sich ein Leben ohne Auto sehr gut vorstellen können. Aber das ist eben für die Masse der Menschen nicht der Fall. Das und heißt, Sie wollen wieder, wie es auf Ihren Plakaten steht, ein normales Deutschland. Wir wollen einfach, genau, wir wollen zunächst mal Politik machen für die Menschen in diesem Land. Das tun wir nicht, weil die Bundeskanzlerin uns sagt, wir müssen zunächst die ganze Welt retten. Wir müssen das Weltklima retten. Wir haben diesen tollen Moment im Bundestag gehabt. Ich weiß nicht, ob ich das hier vielleicht schon mal gesagt habe, aber der Bundesfinanzminister, der auch eben kürzlich meine Frage nicht beantworten wollte, der hat sich mal selbst im Plenum die Frage gestellt, warum wir diese ganze Klimarettung denn machen, obwohl es ja nichts bringt. Es bringt ja auch nach den wissenschaftlichen Analysen all derer, die sagen, wir müssen CO2 sparen, sonst werden wir alle sterben. Nach den gleichen Wissenschaftlern bringt der Beitrag Deutschlands, wenn wir CO2 einstellen, nichts für das Weltklima. Nichts, was man messen könnte. Deswegen ist das ein rein immerhin symbolischer... 2%. Immerhin 2%. Ja, aber wenn wir das, aber das ist nur der Anteil Deutschlands am menschengemachten CO2, aber das ist eben nicht der Anteil, der sich so niederschlägt. Ja, aber bei muss der nicht irgendwer mal anfangen damit, mit der Klimapolitik? Nein, das ist Unfug und es ist einfach irrsinnig und es ist einfach echt nicht normal, wenn man sagt, wir geben 500 Milliarden aus, für nichts, was man messen kann, aus symbolischen Gründen. Die anderen folgen uns nicht. Das ist eine Mehr. Wir stellen 130 Kohlekraftwerke ab und in der Welt werden 1.300 neue gebaut. Da folgt uns überhaupt gar niemand. Wir steigen gleichzeitig trotzdem aus der Kernenergie aus. Da müssten wir einsteigen, die müssten wir entwickeln. Wenn wir CO2 sparen wollen, das ist, was wir sagen. An der Stelle sind wir ganz auf der Seite vom IPCC. Die sagen, wir sollen CO2 sparen. Das nehmen alle an und sagen, wir müssen CO2 sparen. Das IPCC sagt aber auch, wie wir das machen sollen, indem wir Kernkraft wieder groß machen. Das ist das, was wir fordern. Das heißt, diese ganze Politik, die bringt nichts, wenn wir das nicht so machen. Und zu glauben, dass wir ein Vorbild sind, ist einfach eine Mehr. Wenn wir gleichzeitig wollen, dass sich die dritte Weltländer, zu denen China nicht gehört, entwickeln, ich sage das, weil wir Entwicklungshilfe nach China zahlen und das ist vollkommen absurd. Wenn wir wollen, dass die sich entwickeln, dann wissen wir gleichzeitig, dann werden die auch einen höheren Wohlstand also produzieren. Das geht immer einher mit mehr CO2-Ausstoß und wir wissen auch, dass alle Entwicklungsländer, die je mehr sie sich entwickeln, desto geringer wird ihr Anteil an erneuerbaren Energien. Warum? Weil erneuerbare Energien Flatterstrom sind. Und je entwickelter eine Wirtschaft ist, desto mehr braucht sie eine stabile Stromversorgung, die dann auch noch bezahlbar ist. Also, das alles wollen die anderen nicht. Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, Frau von Storch, dann ist es so, dass die ganze Energiepolitik, so wie wir sie vorhaben, eigentlich Unsinn ist. Es ist die dümmste Energiepolitik der Welt, hat das Wall Street Journal mal getitelt. Und ich finde das noch sehr freundlich ausgedrückt. Ja, das lassen wir mal so stehen. Wir sind hier in der Sendung und vielleicht gibt es genug Stoff, auch zu Hause darüber zu diskutieren. Und wenn Sie machen ja sicherlich in Berlin noch Wahlveranstaltungen, dann werden Sie danach gefragt werden. Absolut. Und sagen, was wollen Sie denn machen? Ja? Aber die Frage können wir jetzt nicht mehr beantworten. Wir haben ja schon einen Großteil beantwortet. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie da waren, aber die Sendezeit ist leider um. Aber ich kann noch sagen, dass wir am 24. September um 18 Uhr am Charlottenburger Schloss die Gelegenheit haben, allen Spitzenkandidaten noch Fragen Jawohl. Zu stellen.
Also 24. September, von Charlottenburger Schloss, AfD-Veranstaltung. Und um 18 Uhr. Dann geht es nochmal zur Sache. Genau. Ja, ich wünsche alles Gute und viel Erfolg und bis zum nächsten Mal, nach der Wahl. Danke sehr, ja, sehr gerne. Und dann gucken wir mal, wie es ausgegangen ist. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Die nächste Sondersendung Wahl sehen Sie am Freitag 19.30 Uhr und am Montag 20.15 Uhr bis einschließlich Freitag, den 24. September. Dort ist denn als letzter Gast in dieser Reihe der regierende Bürgermeister Müller zu Gast, der ja auch in den Bundestag will und wahrscheinlich auch reinkommt. Vielen Dank Ihnen, dass Sie da waren. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Bis nächste Woche und tschüss.